So, hallo liebe Waynes und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, denn euch interessiert mein Aldi-Haul und mein Lidl-Haul. Nee. Aldi und Rewe-Haul. Ich habe nur gerade gemerkt, ich habe noch keine frischen Tüten in den Mülleimer getan. Das tue ich mal eben. Nee, hier einmal die. Und entschuldigt bitte, wenn hier gebohrt wird im Haus. Ne? Wir haben eine dreijährige Sanierung und sind mittendrin im Ende vom zweiten Jahr. Und nächstes Jahr geht es auch noch weiter. Also wenn das Hochhaus hier ein Zahn wäre, dann müsste das überfront werden. Oder der ganze Zahn müsste gezogen werden. Ich denke manchmal auch, abreißen und neu bauen wäre billiger. Aber... ich lebe ja gerne hier, ne? Muss ich ja sagen. Ich lebe sehr, 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 sehr gerne hier. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich habe alles behindertengerecht. Ich habe alles, was ich brauche, direkt am Ort. Und mehr kann ich eigentlich nicht. Mehr kann ich gar nicht verlangen. Ich habe überlegt, ob ich mich schminken soll für das Video. Mich ein bisschen schick machen. Aber nee. Keine Böcke. Ich freue mich aber, dass Susi und Uwe zurzeit jeden Tag ein Video machen. Im Oktober freue ich mich sehr drüber. Ich habe die Energie leider nicht. Also Susi ist da, was das betrifft, ist sie echt ein YouTube-Vorbild, ne? Was so Fleißigkeit, Witzigkeit, Fleiß und sonstiges betrifft. So, wir fangen aber jetzt mal an. Ich hatte eine Sache schon in den Froster getan. Da holen wir mal kurzfristig wieder raus, um euch das zu zeigen. Und zwar gab es zu meiner Jugend, Maienblüte, zu meiner Kindheit glaube ich sogar noch, tiefgefroren, das nannte sich Goldbackfilets, glaube ich, Fischfilets. Und die waren dreieckig, ungefähr so groß, mit abgerundeten Ecken. Und die waren in so einer Art Bierteich. Und das war so lecker und da habe ich so Bock drauf gehabt. Aber die gibt es nicht mehr, habe ich zumindest nirgendwo mehr gesehen. Goldbackfilets, ja, hat die Oma mir immer gemacht. Und dann habe ich mal hier zweimal versucht, diese Alternative mal hier zu holen. Und da bin ich dann gespannt, ob das auch schmeckt. 4,49 Euro. Der Teich sieht anders aus. Also im Grunde kann es auch nur, ja, kann es auch nur anders schmecken. Im Rucksack habe ich zwei Sachen vom Rewe. Und zwar fürs Putzen. Und zwar hatte ich mal wieder Lust auf, ja Mäuschen, es ist doch gut, ist nichts für euch. Bohren. Schweinchen quietschen. Und zwar habe ich da mal dieses Original Priel geholt. Auch die Originalgröße kostet nichts. Kostet 1,85. Und der Original WC-Ente, weil ich finde, da verteilt sich die Reinigungsflüssigkeit am besten, für 2,49 Euro. Dann habe ich mir mein Gift geholt, einmal in koffeinfrei für abends. Für abends. Für 7,16 Euro plus 1 Euro Pfand. So teuer. Und beim Aldi habe ich mir mein Gift für tagsüber geholt. Nämlich für 8,94 und 1,50 Pfand. So, jetzt kommt noch der dicke Sack. Oh, diesmal lohnt es sich auch. Ich möchte nämlich, da nehme ich euch auch bei mit, Thunfischsalat machen. Da habe ich voll Bock drauf. Den mache ich zuerst. Und wenn der aufgegessen ist, mache ich dicke Bodensalat. Auch wenn jetzt einige von euch schreien, ne? Dicke Bodensalat ist lecker und da werde ich euch auch mitnehmen. Aber jetzt machen wir hier erstmal weiter. Hartgekochte Eier. Ich mag nicht selbst hartgekochte Eier. Ich bin da ganz empfindlich, was Eier betrifft.
Und deshalb habe ich die Brotzeiteier geholt. Das sind echt die einzigen Eier, die ich mag, die als Ei auch daherkommen. 2,18 Euro, die kommen in den Thunfischsalat. Dann habe ich, Schatzi will immer abends Nüsse snacken, und dann habe ich diese Simply Roasted Nüsse geholt für je 2,99 €. Die kann ich auch benutzen für mein Müsli oder auch mal so zum Snacken. Und dann machen wir mal jetzt direkt hier einen Screenshot für die Vorschau. Yes, yes, yes. Dann habe ich zweimal, der Doppelkauf schlägt zu, Bio-Vollmilch geholt. Ist das Bio? Ja. Wow. Bio-Vollmilch, die hat gekostet 1,25 € pro Pack. Und ich nehme immer Vollmilch. Ich mag keine oder nicht so gerne die 1,5er und Magermilch schon mal gar nicht. Und ja, und dann habe ich was Interessantes für je 1,89 € gefunden. Werde ich mal Schatzi unterjubeln. Mal gucken. Ups. Mal gucken, ob er es merkt. Der isst gerne abends Nüsse, Käse, Dauerwurst und so was. Und da gab es bei Aldi vegane Wurzen, ne? Drei verschiedene Sorten habe ich mal geholt. Je 1,89 €. Und dann bin ich mal gespannt, ob er die mag. Was haben die denn für eine Grundlage? Mehl und Öl, Sojamehl und Sojaöl und eine riesen Latte an Zutaten. Auch so Öl und Sojamehl, und hier auch Öl und Sojamehl. Also alles auf Öl- und Sojabasis. Ich bin gespannt, was er dazu sagt, ob er es merkt. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr dem hinterher sagt, dass er was Veganes gegessen hat. Wir werden sehen. Dann habe ich... den ganz jungen Gouda mag ich nicht so gerne, aber der Mittelalte, der ist ganz lecker. Den gab es für 4,49 €. Sahne muss ich immer im Haus haben. Zum Kochen, für den Kuchen und für alles, was sonst so Sahne verbraucht, für 99 Cent pro Stück. Diesen Käse mag ich sehr gerne, französischer Weichkäse, cremig, würzig, ne? Der hat gar nichts gekostet, WK heißt Weichkäse, 2,99 €. Der ist bestimmt super lecker. Für meine Buttwig-Creme gab es viermal Quark für 85 Cent je. Viermal Quark. Ich habe jetzt den 20-prozentigen genommen. Magerquark ist mir zu trocken. Der 40-prozentige ist schon ein bisschen zu fett, weil ich ja auch Leinöl da dran tue. Und der 20-prozentige, der ist super. Dann gab es noch Wo sind die denn hin? Leute, ich glaube, die normalen Eier sind noch im Auto. Ach nee, da sind sie ja. Oh. Oh, man muss auch gucken mit die Augen, ne? Dann gab es Bio-Eier für 2,79 €. Und zwar die Größe M. Und die haben so eine interessante Farbe, ne? Die sind nicht weiß, nicht braun. Die sind so hellbeige. Sehr nett. Und dann noch für meinen... Thunfischsalat und für irgendwas anderes mal, quasi auch für, was kostet der? 1,79 €? Für 1,79 € diesen Bio-Hirtenkäse. Ja, liebe Waynes, das war mein Einkauf hier. Ihr wisst Bescheid, und ich hoffe, ich muss jetzt diese Woche vielleicht nur noch mal kurz am Wochenende, wenn Schatzi kommt, ob ich da noch mal Kartoffeln hol, weiß ich noch nicht. Oder mal gucken, was ich dann mache. Ne? Er ist ja Fleischpflanze und oder Fischflosse, ne? Je nachdem, wie man das sehen mag. Und er braucht immer Hups, was ist denn jetzt hier? Wieso geht das dann alles mit offen?
Der braucht immer was Tierisches zwischen den Zähne. Aber ich guck mal, ob ich eben die veganen Wurzeln unterjubeln kann. Ich bin echt gespannt. Oder soll ich mal auch probieren direkt? Ich glaube, ich probiere mal eine. Und dann sage ich euch mal, ob man das schmeckt, dass das kein Fleisch ist. Ich bin echt gespannt. Die sehen, die riechen ein bisschen säuerlicher, finde ich, als Fleisch. Fühlen sich aber genauso an. Die sind lecker. Also ich finde, man kann ahnen, dass da mehr was anderes drin ist als Fleisch. Also wenn ich dazu esse, ich würde auch glauben, dass da Fleisch drin ist. Lecker. Aber ich würde denken, das wäre Fleisch gemischt mit irgendeinem Bindemittel, Mehl oder was weiß ich. Sind lecker. Boah, ey. Ich zeige euch das nochmal. Mega, die roten. Richtig lecker. Also Leute, da braucht man kein Fleisch. Wäre natürlich interessant jetzt zu wissen, wie der Kalorien- und Proteinunterschied ist. Müsste ich mal mit echten Wurzeln vergleichen. Boah, die sind schon richtig lecker. Ich muss mich wegpacken, sonst esse ich die alle auf. Ich gehe direkt mal bald in den Kühlschrank von dem Gift. Mit Cola geht ja auch nur Kühlschrank halt, ne? Ich verstehe ja nicht, wie man zimmerwarme Cola zu sich nehmen kann, ne? Das ist mir ein Rätsel. Zimmerwarme Cola, ey, ich würde reiern, ne? Nee. Aber die Wurzeln, ich muss jetzt echt ein drittes noch essen, sind die lecker. Aldi vegane Wurzel, Jalapeno Chili. Lecker. So. So. Wir hören auf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schreibt mal unten in die Kommis, ob ihr von Aldi, habe ich eben Lidl gesagt, Aldi Süd, die veganen Wurzeln schon mal probiert habt. Und wenn ihr die nicht probiert habt, probiert die mal. Hammer. Lecker.